Hallo und herzlich willkommen bei AZ-TV. Model Sarina Novak aus Bohlsen, bekannt durch die TV-Casting-Show Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum, schmiedet neue Pläne. Neben Abiturstress und Modelkarriere möchte die 20-Jährige jetzt Schauspielunterricht in Los Angeles nehmen. Auch 4 Jahre nach ihrem Ausscheiden bei der Topmodel-Show erobert Sarina die großen Laufstege der Welt, reist nach Kapstadt, London und Australien und hat erstmals auch an der Fashion Week teilgenommen. Mehr dazu lesen Sie in der AZ. Die Steinachtal hat am Montag ihre Fahrt nach Salzgitter fortgesetzt. Das Schiff, das an Sonnabend auf dem Elbe-Seitenkanal bei Bad Bodenteich leckgeschlagen war, wurde in einer spektakulären Tauchaktion von Spezialtauchern einer Hamburger Werft repariert. Am Montagvormittag war der Eigner der Steinachtal in Bad Bodenteich, um den Schaden des Schiffes zu begutachten. Sein Entschluss, das Schiff kann weiterfahren. 4 Unfälle an Zebrastreifen innerhalb einer Woche in Uelzens Stadtgebiet. An 3 davon waren Fahrradfahrer beteiligt. Grund genug für die Polizei, an Auto- und Radfahrer gleichermaßen zu appellieren, sich an den markierten Fußgängerüberwegen richtig zu verhalten. Denn bei den bisherigen Vorfällen ist die Unfallursache auf das Fehlverhalten der Radfahrer zurückzuführen, sagt Polizeisprecher Kai Richter. Und jetzt ein Blick aufs Wetter. Nach dem Regen ist vor dem Regen, heißt es am Dienstag. Auf das abziehende Nass am Vormittag folgt schon am Nachmittag neuer Dauerregen aus Südwesten. Die Sonne zeigt sich kaum und es werden voraussichtlich 10 Grad sein. Das war AZ-TV für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!